Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das thematisch zwar etwas aus der Reihe tanzt, mir aber persönlich ein wichtiges Anliegen ist. Mir ist nämlich in den letzten 2, 3 Jahren, aber vor allem innerhalb der letzten Monate aufgefallen, dass gewisse Begriffe geradezu inflationär verwendet werden und dabei teilweise auch in falschen Kontexten, insbesondere die Begriffe Trauma, traumatisch oder auch Trigger. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum wir die Verwendung der Wörter in unserem Alltag, so wie es aktuell stattfindet, vielleicht kritisch hinterfragen sollten. Zunächst aber ein kleiner Disclaimer, denn Sprache und die Frage, was kann, soll, darf, sollte man vielleicht überhaupt noch sagen und auch gerade dieses Wort Sprachpolizei ist besonders, nicht nur, aber besonders durch die Gender-Debatte ja ohnehin aktuell ein gesellschaftlich, würde mal sagen, ein bisschen sensibles Thema. Deswegen möchte ich klarstellen, dass es mir überhaupt nicht darum geht, anderen Menschen vorschreiben zu wollen, wie sie zu reden haben oder welche Wörter sie verwenden dürfen oder nicht. Selbst wenn ich das wollte, könnte ich das ja gar nicht, denn hierzulande darf immer noch jeder Mensch so reden, wie er oder sie mag. Mir geht es in diesem Video aber um was anderes. Ich möchte zum einen dafür sensibilisieren, warum wir diese Wörter Trauma, traumatisch, Trigger, getriggert sein, aktuell in unserem Alltag, in unserer Alltagssprache, in falschen Kontexten verwenden, teilweise sicherlich auch aus Unwissen heraus. Und zum anderen möchte ich erklären, warum das vielleicht gar nicht so unproblematisch ist, wenn wir solche Wörter in dieser Rahmung verwenden. Dann lasst uns anfangen mit dem ersten Wort, beziehungsweise den ersten zwei Wörtern, und zwar Trauma und traumatisch. Vielleicht ist euch ja auch aufgefallen, dass in den letzten Jahren es populärer wurde, unglückliche Situationen als traumatisch oder Trauma zu bezeichnen. Ich habe zum Beispiel schon Sätze gehört wie, boah, die Reise mit der Bahn wegen der ganzen Verspätungen war echt traumatisch oder der letzte Besuch bei den Schwiegereltern war schon wieder so ein Trauma. Üblicherweise wird in diesen Sätzen also auf ein psychologisches Trauma hingewiesen und nicht etwa auf ein chirurgisches oder neurologisches. Deswegen lasst uns doch erstmal anschauen, was die Psychologie eigentlich unter Trauma versteht. Die Uni Münster sagt dazu: In der Psychologie verstehen wir darunter ein zutiefst erschütterndes Ereignis, das häufig mit außergewöhnlicher Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit einhergeht. Traumatische Ereignisse können ganz unterschiedlicher Natur sein. Es gibt menschengemachte Traumata, über einen kurzen Zeitraum einmalig oder auch langanhaltende Ereignisse, zum Beispiel anhaltender Missbrauch versus zum Beispiel einem einmaligen Überfall. Das kann traumatisch sein, aber auch zum Beispiel Zeuge einer Gewalttat sein, Naturkatastrophen, Kriege oder auch zum Beispiel Mobbing in der Schule können als traumatisch empfunden werden. Es gibt dabei keine Regel, welches Ereignis traumatisch ist oder nicht, da es einfach von vielen individuellen Faktoren abhängt, zum Beispiel der Persönlichkeitsstruktur, aber auch was man in der Vergangenheit erlebt hat, wie die Situation konkret war, was für den einen traumatisch war, war für den anderen vielleicht nicht traumatisch. Tatsächlich erleben ziemlich viele Menschen im Laufe ihres Lebens ein Trauma, Schätzungen gehen auseinander, aber man rechnet so schon mindestens mit der Hälfte der Bevölkerung, die in ihrer Lebensspanne eine traumatische Situation erleben. Nicht jedes Trauma hat aber zur Folge, dass Menschen danach psychisch krank sind, also eine Traumafolgestörung entwickeln. Typische Traumafolgestörungen sind posttraumatische Belastungsstörungen oder auch PTBS genannt, komplexe PTBS oder dissoziative Identitätsstörungen. Wie gesagt, was als Trauma empfunden wird, ist hochindividuell. Fest steht aber, dass die Situation, die als traumatisch empfunden wird, eben als extrem bedrohlich erlebt wurde und dass die Person im Nachgang erstmal nicht dazu in der Lage ist, die korrekt zu verarbeiten. Wenn jetzt also nicht gerade eine Messerstecherei im Zug stattfand oder das Enkelkind bei der Oma einen schweren anaphylaktischen Schock erlitten hat, weil die vergessen hat, dass das Kind auf Erdnüsse allergisch ist, dann war die letzte Zugfahrt wegen der Verspätung oder das Kaffeetrinken bei der Schwiegermama zumindest wahrscheinlich nicht traumatisch. Warum ist es problematisch, wenn wir in unserer Alltagssprache den Begriff Trauma oder traumatisch für im Grunde alltägliche Situationen verwenden? Es ist deswegen problematisch, weil es die Ernsthaftigkeit und auch die Dramatik von tatsächlichen Traumata und damit auch das Erleben der Betroffenen verharmlost. Stattdessen kann man die Situation zum Beispiel beschreiben: Das Kaffeetrinken bei der Schwiegermutter war echt anstrengend oder
Ich war echt wütend, als der Zug schon wieder Verspätung hatte. Der zweite Begriff, der noch häufiger verwendet wird, ich würde sogar sagen, ich höre es mittlerweile fast täglich, wenn ich unter Menschen bin, ist der Begriff Trigger bzw. getriggert werden. Ich meine, wer kennt's nicht? Man steht an der Kasse, ist irgendwie eh schon gestresst und dann sagt die Oma vor einem auch noch, die 12,56 habe ich aber passend und fängt dann an, da rumzukramen. Oder man wartet auf den Freund, der sich immer und immer und immer wieder verspätet und man ist schon echt genervt davon. Und dann kommt man nach Hause und erzählt seinem Freund, seiner Freundin zum Beispiel, boah, da habe ich mich echt getriggert gefühlt. Was bedeutet das Wort eigentlich genau? Erstmal kommt das Wort Trigger aus dem Englischen, das ist ein Anglizismus, ja, und es bedeutet erstmal nur etwas auslösen. In dem Kontext, in dem es aber aktuell in unserer Sprache verwendet wird, bezieht es sich eben auf diese psychiatrische, psychologische Definition. Und was versteht die Psychiatrie und die Psychologie dahinter? Tatsächlich kommt der Begriff Trigger aus der Traumatheorie. Und es passiert dann das, was die Übersetzung auch meint, und zwar: Durch einen Schlüsselreiz, diesen sogenannten Trigger, kommt es zu einem mehr oder weniger starken Wiedererleben von bereits Vergangenem, und zwar üblicherweise durch das Wiedererleben von heftiger Gefühlszustände. Das kann sogar so weit gehen, dass die getriggerte Person nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was mal war und was jetzt ist, also nicht mehr zwischen Gegenwart und Vergangenheit unterscheiden kann und wieder vollkommen in diese Situation eintaucht. Soweit so gut. Problematisch ist es deswegen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Begriff Trigger eben aus der Traumatherapie kommt. Das heißt, Menschen, die getriggert werden, werden nicht in irgendeine x-beliebige Erinnerung zurückgeworfen, sondern üblicherweise in traumatische Ereignisse aus der Vergangenheit. Das bedeutet, dass die Person durch diesen Schlüsselreiz, der auch hochindividuell ist, es kann ein Geräusch, ein Geruch, eine Person, ein Ort, ein Bild, es kann alles Mögliche sein, dass diese Person durch diesen Schlüsselreiz, diesen Trigger, mehr oder weniger stark zurück in das Trauma versetzt wird. Getriggert werden ist also keine normale Erinnerungsleistung. Es ist nicht, wie wenn man sich daran zurückerinnert, wie es denn damals war. Getriggert werden passiert unwillkürlich und vor allem auch ungewollt und wirft die getriggerte Person eben stückweit oder auch komplett in die Vergangenheit zurück. Das passiert deswegen, weil die Erinnerungsbildung bei Traumata nicht richtig abgeschlossen werden konnte, aufgrund der Überforderung während der Situation. Normalerweise versteht unser Gehirn oder bildet eine Erinnerung mit Ort und Zeit verankert in der Vergangenheit und kann deswegen unterscheiden, was war damals, was ist heute. Bei Traumata passiert es eben nicht vollständig. Ort und Zeit sind nicht richtig mit der Erinnerung verknüpft und deswegen kommt es immer wieder zu diesen Intrusionen oder auch Flashbacks. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Mensch in seiner Kindheit von den Eltern irgendwie permanent irgendwo vergessen wurde oder dass die Eltern permanent zu spät kamen. Und wenn jetzt der Freund dann auch ohne Ankündigung sich verspätet, dass dann man tatsächlich getriggert ist. Aber seien wir ehrlich, in der Alltagssprache werden wohl die wenigsten tatsächlich getriggert im Sinne einer Traumatisierung verwenden. Und da kann ich leider aus eigener Erfahrung sprechen. Wirklich getriggert zu werden, ist keine angenehme Erfahrung und hat auch nichts mit dem zu tun, was üblicherweise gemeint wird, wenn es in der Alltagssprache verwendet wird. Wahrlich getriggert zu werden kann hochbelastend sein und je nach Intensität der Intrusion oder des Flashbacks kann einen das tagelang aus der Bahn werfen, weil man einfach zurück in das Trauma geschmissen wird. Was kann man stattdessen machen? Man kann zum Beispiel das Gefühl beschreiben, was man dabei hatte oder auch den Handlungsimpuls, den man hatte. Statt zu sagen, das hat mich echt getriggert, könnte man sagen, boah, das hat mich echt genervt, das hat mich total auf die Palme gebracht. Oder, Mann, am liebsten wäre ich zurückgegangen und hätte nochmal die Kasse gewechselt. Es geht überhaupt nicht darum, weder beim Wort Trigger noch beim Wort Trauma darum, dass man plötzlich Gefühle nicht mehr benennen darf, ganz im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, das, was man erlebt hat, auch richtig zu benennen. Generell bei psychischer Gesundheit muss in unserer Gesellschaft einfach noch viel passieren. Obwohl es jetzt ja schon auf dem richtigen Weg ist, ist auch unsere Sprache ein Fenster zur Welt. Und auch dort sollten wir einfach darauf achten, sensibel zu sein. Insbesondere, weil psychische Erkrankungen halt oft unsichtbar sind. Und man gar nicht so genau weiß, was das Gegenüber oder vielleicht die Mitmenschen um einen herum durchgemacht haben oder vielleicht durchmachen. Es geht also nicht um Verbote, es geht um Sensibilisierung. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video einige von euch
dazu anregen, die eigene Sprache kritisch zu hinterfragen und auch zu reflektieren vor dem Hintergrund, was für Wörter in welchen Situationen verwende ich eigentlich. Es sind ja nicht nur die Wörter Trauma und Trigger. Wir sind ja zum Glück mittlerweile davon weg, schwul oder auch behindert als Schimpfwörter gegen andere Menschen zu verwenden. Aber zum Beispiel beim Wort autistisch oder auch beim Wort depressiv, Depressionen, gibt es da auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und wenn es so war, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen.